Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt unmittelbar, nachdem der Golf 3 diese Halle hier verlassen hat, direkt mit dem Abarth weiter. Und zwar, wir haben nämlich mal wieder Besuch von dem lieben Daniel, Animal Racing. Ja. Bald Stammgast hier in Hannover, ne? Weil wir haben in der Zwischenzeit ziemlich viel gemacht. Angefangen hat das Ganze ja eigentlich mit diesem Tacho-Einsatz. Mhm. Da kommen wir später drauf, da gibt es auch einen neuen Step zu. Aber eigentlich sind wir ja an einer Sache noch dran, die eigentlich noch viel geiler ist. Ja. Wobei, auch vom Endergebnis her, wenn ich auf diesen Tacho drauf gucken werde, ist doch dann der Tacho geiler. Aber das hat auf jeden Fall eine krasse Funktion, was wir jetzt bauen, ja. Beziehungsweise du baust. Ja. So, als er nämlich das letzte Mal hier war, kam Daniel nämlich die Idee, da wir mit diesem Auto ziemlich schnell werden wollen, werden wir irgendwann das Problem mit der Bremsbelüftung bekommen. Mhm. Jetzt nicht auf einen langsamen Kurs, aber wenn man doch mal einen Kurs fährt, wo man mal ein bisschen bremsen muss, irgendein Grand Prix-Kurs oder so, muss irgendeine Belüftung her. Das ist ja hier unser aktuelles Bremsen-Setup. Und dafür muss da eine Lösung her. Das heißt, wir wollen irgendwie etwas konstruieren, dass man von vorne mit einem Schlauch irgendwie Luft in die Bremse bekommt. Jetzt ist die erste Frage an den, ich sag jetzt mal, Profi, Fachmann. Mhm. Wo muss die Luft hin? Ja, so gut. Also die beste Lösung ist immer schön zentral auf die Radnabe. Ne? Von da aus verteilt sich die Kühlung eigentlich am besten. Das heißt, die Luft soll wirklich in die Bremsscheibe und geht dann nach außen durch die Schlitze weg. Ja. Und wird dann idealerweise an der Felge rausgesaugt durch den Fahrtwind, der vorbeigeht. Idealerweise, ja. Ich glaube, da geht es nämlich schon los, das denken nämlich viele immer falsch rum. Ja, teils schon, ja. So, ja. Weil dann macht nämlich die Richtungsanordnung von den Schlitzen da drin auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung, wenn es so rumströmen soll. Okay, das heißt, wir wollen da wirklich richtig, richtig Luft reindrücken. Und das Ganze muss aber halt am Ende auch noch beweglich sein, weil das Rad mit Lenken, jetzt haben wir hier das Problem, dass der Bremssattel vor dem Rad sitzt. Das macht es vom Lenkwinkel her nochmal komplizierter, ja. Weil noch weniger Platz ist. Genau. Wenn der Sattel hinter sitzen würde, könnten wir vorher natürlich besser mit einer Anlenkung angehen. Ne? Absolut, absolut. Wie wichtig, du bist ja auch schon relativ viel Rennstrecke gefahren, wie wichtig ist das mit der Bremse? Ja, Grand Prix-Kurs auf jeden Fall sehr wichtig. Weil du da halt unheimlich viel Bremsaction hast. Auf der Nordschleife ist so ein Ding. Ne? Da kommt es eher darauf an, hast du einen heißen Tag oder hast du kalte Tage. Ja. Aber merkt man echt an der Außentemperatur auch die Bremse? Ja, ja, definitiv. Also an kalten Tagen würdest du am liebsten geschlossene Bremse fahren. Ne? Mhm. Das heißt, dann vorne theoretisch wieder zumachen? Mhm. Okay. Das heißt, der Abarth braucht einfach so viel Leistung, dass er so schnell wird, dass das gar nicht mehr in Frage kommt, genau. Dass einfach gebremst werden muss. Ja. Was sagst du jetzt zu unserem Rohrrahmen? Sieht mittlerweile wild aus, das Ding, oder? Ja, sieht sehr stabil aus, auf jeden Fall. So gute Lösung zum Serienmodus, ne? Nicht, dass sich einige wundern, ist immer noch nicht durchgeschweißt, weil wir machen hier links und rechts noch so Schnellverbinder zwischen, dass man diese Strebe am Ende so rausnehmen kann, zum Motor ausbauen und so weiter. Mhm. Deswegen ist das noch nicht ganz durchgeschweißt. Mhm. Aber sonst so. Schon so dieses komplette Konstrukt, wie so jetzt ohne Motor, sieht man das auch nochmal schön, wie halt wirklich Achse sich abstützt auf Längsträger, Längsträger miteinander vorne durch unser fettes Chromrohr verbunden ist und das kann ja richtig was da vorne, ne? Und so ein bisschen wie so ein Maulkorb, ne? Irgendwie. Erste Ansätze zum Nesca. Das ganze Konstrukt. Jetzt sind wir gerade noch dabei, Achse kriegt natürlich auch noch ein kleines Upgrade. Vorderachse. Also jetzt nicht eine ganz neue Achse, aber diesen Blechkörper habe ich mir überlegt, da machen wir so Einsätze. Also ich bohre einmal durch und mache so richtige Streben zwischen an 3, 4, 5 Stellen und halt überall diese ganzen Kanten nochmal so ein bisschen nachschweißen und so weiter. Mhm. Gucken, was wir aus der Serie noch rausholen können. Aber okay, zurück zur Bremse. Ein Glück sind unsere Halter so konstruiert, dass wir hier sogar tatsächlich ein bisschen Luft zwischen haben. Das heißt, das bietet sich halt wirklich wie Arsch auf einmal an, um da... Ja. Ein Glück habe ich 330er Bremsscheiben genommen und nicht nur 300er oder so. Dadurch haben wir da jetzt ein bisschen Platz, um da was zu machen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ja. Okay, cool. Darf uns jetzt nur nichts mehr in die Quere kommen, großartig, ne? Also platztechnisch, wenn wir einschlagen, bin ich gleich echt gespannt, wie das funktioniert. So, wir zeigen jetzt mal. Vor ein paar Wochen hast du das Ganze hier gescannt. Sieht jetzt gerade aus wie ein Unterboden. Wenn man es aber ein bisschen dreht, kommt da tatsächlich gleich der Bremssattel bei raus. Falsche Seite. So. So, das Ganze haben wir auch vor Ort einfach mit diesem 3D-Handscanner gemacht. Genau. Einmal draufgehalten und fertig. Hier sieht man jetzt nur die Frontseite und wenn du das ein bisschen drehst, dann siehst du natürlich auch den Versatz vom Bremshalter zum Bremssattel, ne? Die Tiefe. Aber für uns war ja sehr wichtig hier auch der Ausschnitt. Ne? Mhm. So, und dann kam der liebe Simon mal wieder zum Einsatz. Genau. Liebe Grüße. Gehen raus. Vielen Dank, Simon. Nächstes Mal musst du mitkommen. Unbedingt. Oder wir kommen mal bei euch wieder vorbei. Ja. Er hat wild konstruiert und hat da ein cooles Teil reinkonstruiert. Yes. Sollen wir das mal zeigen? Das wäre ein Traum.
Zack. Okay, das steht jetzt quasi schon in deinem Drucker eigentlich, ne? Ja, das ist quasi im Slicer-Programm für den Drucker. Mhm. So, das heißt, wir haben hier die Planfläche, die an den Bremssattelhalter kommt. Das heißt, oben unten machen wir einfach zwei Löcher durch, zwei Bohren schneiden, zack, schrauben wir das fest. Genau. Hier ist passgenau auf den Halter die Kontur und auf der anderen Seite gehen wir mit so einem Schlauch hier drauf, ne? Mhm. So, ich drehe das mal. Genau. Da haben wir jetzt so einen kleinen Anschlag konstruiert. Muss nicht, also wird auch mit einer normalen Schelle halten, aber ja. Ja. Ach, das ist jetzt das Druckprogramm? Ja. Dann macht Druck doch mal und vielleicht kommt zufälligerweise gleich ein Halter bei raus. Ja, du kannst jetzt hier quasi Schnitt starten. Dann suchst du dir halt die Qualitätsstufe aus. Mhm. Das sind so vorgefertigte Standardwerte, ne? Drucken, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal den Drucker gezeigt haben. Du hast zwei Drucker bei dir stehen. Also ja. Du druckst das alles dann selber. Ja. Okay. Hoffentlich demnächst bald drei. Okay. Druck starten, fertig. Boom. Genau. Ungefähr wie viele Minuten später? Stunden später? Tatsächlich, das Teil war 6 Stunden später fertig. 6 Stunden später haben wir jetzt, was hast du dazu gesagt, unseren Dyson-Aufsatz genau. Zum Staubsaugen. Und einen Einsatz hier. Schau mal. Ist noch ein Prototypendruck, ne? Ist ein Prototyp, ja. Ich war ein bisschen wild, habe da ein bisschen probiert, wie stark das Ding ist, aber das ist jetzt eine ganz dünne Wand und innen drin ist tatsächlich noch Infill, aber das ist nicht massiv gedruckt, ja. Mhm. Deswegen ist das da leider. Das heißt, du warst zu stark. Ja, wo hohe Kräfte sinnlos walten. Aber ist schon witzig, ne? Aus einfach mal kurz scannen und ein bisschen konstruieren, wobei der Simon wird da auch ein paar Stunden dran konstruiert haben, bis das Ding so war, wie es jetzt ist, ne? Ja. Man denkt immer, scannen, Knopf drücken, drucken, ist aber nicht so. Nein. Also die tatsächliche Arbeit ist wirklich nachher in der Konstruktion, ne? Das zu reversen letztendlich oder beziehungsweise die Scanfläche zu reversen und darauf halt dann das Modell anzupassen. Ne? So, aber optisch kann man sich jetzt auf jeden Fall schon mal gut vorstellen. Jetzt halten wir das hier mal dran. So. Kannst du mit in Serie gehen. So, das heißt, wir machen einfach hier unten oben in den Halter ein paar Gewinde. Müssen wir mal gucken, weil hier logischerweise die Schraube durchgeht. Mhm. Das heißt, wir werden sie wahrscheinlich eher so ein bisschen eher so nach da so setzen. Aber da reicht ja wirklich eine kleinste Schraube. Und so kommt das Ganze dann da dran. Und dann drücken wir wirklich von vorne in die Luft. 50 mm Durchmesser reicht aber. Das ist normal. Absolut. 50 mm völlig ausreichend. In der Formel 1 ist die Bremse ja so krass, die ist ja komplett gekapselt. Ne? Ja. Die sieht man gar nicht irgendwie. Ne? Da ist komplett so ein Carbon-Paket drum und. Genau. Krass. Ja, aber und? Was sagst du? Das findest du doch bestimmt persönlich auch. Ich find's sexy. So wie das Ding ja so reinflutscht. Nee, das ist schon geil. Ja, wir können jetzt den Winkel noch verstellen, so wie wir es brauchen. Das können wir ja gleich sehen, wenn wir einen Lenkeinschlag machen. Wenn ich mich nicht täusche, würde es sogar hier. Ah ne, der Sattel ist leicht asymmetrisch. Okay, verstehe. So hätten wir hier gleich für Abwasser von oben, wenn wir Wasserkühlung machen, falls es doch mal regnet. Ja, Bremsenkühlung, Wasserbremskühlung. Ja, hier sieht man, der Sattel ist leicht asymmetrisch, deswegen geht es nicht rein. Mhm. Aber das finde ich auch, das ist schon cool. Dann geben wir einmal den Schlauch da, den wir dann da so für benutzen. Das heißt, dann nehmen wir einfach von uns hier so einen typischen Belüftungsschlauch. Ja. Der kommt dann also drauf. So, und wir sind jetzt heute hier, um zu gucken, was wir mit dem Winkel machen. Also der Schlauch muss am Ende hier so durchgehen. Hier ist Platz. Weil hier war original dieses Viereck, was ausgespart ist, original der Träger durchgehen. Ne? Mhm. Das heißt, da ist ohne Probleme Platz. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur mal gucken, wie sich das Ganze verhält mit Lenkeinschlag. Ne? Ja. So, also, ich kann es ja mal hier halten. Ich halte fest. Guck mal, hier sind sogar noch die ganzen Punkte immer noch vom Scannen drauf. Tatsache. Bald nicht mehr. Also das sieht. Ja, wir können den Winkel noch höher stellen in Richtung Stoßstange, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie. Das ist ja schon recht. Ja, der ist eigentlich flexibel. Also ich würde jetzt schon sagen, dass wir den Winkel schon maximal eng logischerweise hier rüberdrehen. Ja. Wobei, nee, macht auch keinen Sinn. Weil dann passiert nämlich Folgendes. Ja, du darfst nicht vergessen, der geht ja hier zwischen, ne? Nee, auch wenn wir dann wieder. Also es ist eigentlich, glaube ich, schon gar nicht so schlecht, weil wenn wir dann wieder zurücklenken. Weißt du, dann würde er ja hier stehen. Ja. Das heißt, dann legen wir ja, weißt du, so eine Schlaufe hier, ne? Ja, wir federn ja noch ein und aus. Hat der so wenig Lenkeinschlag? Der braucht nicht mehr, den längst mit der Hinterachse. Hoffentlich. Aber ich glaube auch. Ja, ist eigentlich schon Maximum. Ja. Hätte ich gedacht, mehr, ne? So, wenn wir jetzt überlegen, hier so geht der Schlauch durch. Wie stabil ist das am Ende, dass der nicht abbricht, abreißt und so weiter? Ja, wir können das in PETG drucken, ne? Dann müsste es schon auf Alu-Niveau. Echt? Ja. Das ist schon. Dann druckt der aber eine Woche, oder wie? Oder ist das nur das Material? Nein, nur andere Temperatur, ne? Und anderes Material. Krass.
Weil wir müssen jetzt einfach davon ausgehen, dass der Schlauch hier so fest ist. Sorry, PTG, ich meinte Peak. Ja, ich habe es schon eine Million Mal gehört, aber habe immer noch keine Ahnung davon. So würde es auf jeden Fall gehen mit Einfedern. Ja. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ich drück mal rüber. Pack mal das Rad zurück. Kannst du mal so Maxi so über meine Schulter so filmen? Ja. Gucken, was passiert. Boah, ich meine, ja gut, auf dem Schlauch ist natürlich auch ein bisschen Power jetzt. Hat sich das hier ein bisschen weggedient, ne? So, das wäre jetzt übrigens in die andere Richtung, der Einschlag. Ja, gehen tut das. Gibt's auch. Er lenkt theoretisch noch weiter. Es gibt noch flexiblere, ne? Also die nicht so starr sind wie der hier. Mhm. Ich glaube, wäre ganz sinnvoll. Ich überlege jetzt gerade, wir werden nämlich, selbst wir hatten ja erst überlegt, dass wir den weiter nach hier zum Rad kippen. Mhm. Ja, aber wir dürfen immer nicht vergessen, wir haben auch den Anschlag in die andere Richtung. Ne? Mhm. Aber mit einem flexibleren Schlauch und mit der Position sieht das schon ganz gut aus. Ich glaube nämlich eigentlich auch. Also ich hätte persönlich gedacht, wir müssen zwar dran knicken, aber du darfst halt auch nicht vergessen, weißt du? Ja. Wir müssen ja da genauso hinkommen. Das heißt, ich glaube, wir müssen den Schlauch relativ weit vorne festmachen, dass er hier weit lose bleibt, ne? Genau, damit und dann er wegknickt. Richtig. Also man könnte höchstens noch mal ein paar Grad weiter reinkippen. Aber jetzt Richtung nicht viel. Bremssattel meinst du? Genau. Mhm. Weil du siehst ja, wir sind jetzt gerade mit dem Schlauch dann relativ gerade. Ja. So, und man könnte ihn ja schon, dass er schon ein bisschen wieder sich zurückknickt, so, ne? Ja, ja. Aber nicht viel. Aber ich glaube, wir sind, das ist schon geil. Das ist schon, der Winkel so, denke ich, passt, ne? Ich finde ihn auch gut. Vor allem, gut. Weil das Rad wird zwar weiter einfedern, das heißt, das Rad kommt höher, aber wir stehen ja eigentlich schon, ganz gut so. Also aktuell stehen wir ideal. Vor allem, wenn du den hier hinten, wie du schon gesagt hast, wenn du den vorne festmachst, hat er hinten, dann kann er halt spielen. Genau, ne? Idealerweise liegt der halt komplett da drin, ne? Ja. Dass er wirklich vorne hinten verbunden ist. Man kann ja auch überlegen, du kannst ja hier auch noch eine Schelle oder noch einen Halter. Ja, aber ich glaube, es ist besser, wenn der los ist. Dass der nicht, komplett. Dass der nicht eng knickt, sondern dass der komplett über den ganzen Weg so arbeiten kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das Beste. Mhm. Okay, so, das ist Nummer 1. Also, wir fassen zusammen eigentlich schon 9 von 10 Punkten. Hört man gerne, ne? Magst mal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, wenn wir noch einen drucken, würde ich, glaube ich, wirklich nur... Jetzt sieht man nämlich auch, wie krass der eigentlich schon nach unten gekippt ist. Weg ist, ja. Schon gut runterfällt. Vielleicht einen machen, der wirklich nochmal ein paar Grad, also jetzt nicht so 20 Grad mehr, sondern 5 bis 10 Grad nochmal vielleicht ein Tucken mehr ist. So, das war Step Nummer 1. Jetzt war das Problem. Natürlich müssen wir das Ganze auch noch nach vorne irgendwie anbinden. Mhm. Das Einfachste wäre gewesen, du gehst zu mir in den Online-Shop, kaufst dir so einen schönen Alu-Trichter, klatscht den mit ein paar Kabelbindern in die Stoßstange und fährt. Aber sieht geil aus. Das ist aber nicht euer Stil. Nein. So, also haben wir auch die Stoßstange gescannt? Ja. Finden wir das auch irgendwo? Weil der Scan sah richtig fett aus. Ich habe tatsächlich noch alte Fotos gefunden von damals. Wir haben die ganze Front gescannt. Geil, wie man so Ladeluftkühler, Ölkühler, Wasserkühler und alles sieht. Man weiß ja nie, kann man ja irgendwie vielleicht nochmal dafür gebrauchen. Und genau das gleiche haben wir mit der Stoßstange gemacht. Und jetzt hatten die Herrschaften die Idee, dass wir für die Bremsbelüftung, also erst war im Rennen die obere, da meinte ich dann lieber, lass uns das lieber für Ansaugung und Ölkühler nehmen. Und hier unten links, rechts vom Ladeluftkühler ist noch komplett frei. So, das heißt, ihr habt jetzt von hinten einen Trichter hinter das Gitter konstruiert. Genau. Der kommt da von hinten gegen. Der kommt von hinten gegen das Gitter geschraubt, genau. Dann liegt es bei dir, wie du das nachher im Endeffekt... So, und tada! Er ist tatsächlich schon da. Der sieht jetzt ein bisschen hochwertiger aus, der Druck. Ja, was heißt hochwertiger? Das ist nur... Nee, also sieht massiver aus, der Druck. Das ist tatsächlich auch massiv gedruckt. Da ist kein Infill drin. Das habe ich jetzt extra massiv gedruckt. Ja, das ist... Das heißt, es ist nicht hohl, sondern es ist Vollmaterial. Das ist Vollmaterial, weil wir die Rotex-Gewindeeinsätze mit eingeklebt haben. Mhm. Genau. Die haben innen drinnen nochmal einen Anschlag, damit die nicht durchrutschen können, wenn du die von außen halt konterst. Ne? Okay, krass. Genau. Aber so. Das wird auch nochmal in einem anderen Material gedruckt. Und jetzt hier, Maxi, von hinten einmal filmen. Dieses Teil kommt jetzt tatsächlich hier von hinten in die Stoßstange rein. So. Geil. Ja, aber es ist schon krass, wenn ich mir überlege, wenn man so ein Teil irgendwie aus Metall bauen müsste oder so, was das für ein Aufwand wäre, bis das so sitzt, wie es jetzt hier sitzt. Ne? Ja. So, und hier können wir jetzt nämlich, da seht ihr die Verschraubungspunkte, können wir das Ganze verschrauben. Du wolltest ja jetzt einen kompletten Rahmen vormachen. Genau. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt noch nicht mal notwendig, weil ein paar Verschraubungspunkte haben wir ja direkt im Blechrahmen. Mhm. Und wenn wir
selbst wenn ich diese Schrauben hier brauche, weißt du, mhm, dann ziehen wir halt da irgendwie. Ja, die Frage ist, wenn du das Gitter so lassen willst oder du es nachher ausschneidest, dann siehst du natürlich direkt den Trichter und hast dann einen schönen Abschluss mit dem Rahmen hier drauf, ne? Ach, du meinst komplett ohne? Ja. Ja, pass auf, wir stecken die Stoßstange mal ran. Ja. Wir stecken die mal ran und gucken uns mal an, wie das Ganze aufgeführt aussieht. So, jetzt musst du die eigentlich nur hier oben so einführen, in die Kante, einfach nur gerade reinschieben. Ja. Mit Schnellverschlüssen die Stange hier schon am Start. Wir brauchen ein bisschen Liebe. Dann geht das. Alter Schwede. Das ist ja unser Gitter. Was ist denn da passiert? Jetzt schieben wir das ein bisschen hoch. Sagt der Meister. Ja. Kriegst nochmal noch mal Zusatzkühlung vom Ladeluftkühler. Also ich würde es gnadenlos aufmachen, ne? Ja, gnadenlos auf sieht natürlich brutal aus. So, ich glaube, wenn du von da hinten weg so mal filmst, also ich hätte überlegt, wenn wir hier, also Daniel würde jetzt das Gitter wegschneiden, würde hier einen Rahmen draufsetzen. Mhm. Dann haben wir allerdings das Problem mit Verschrauben. Nein. Über der Rahmen. Innenkontur von dem Dings hier ausschneiden, das stehen lassen, das hier auch und darauf den Rahmen. Ah, verstehe. Du willst quasi nur die Waben wegmachen nur und die da Waben. Einen Rahmen draufsetzen. Genau. Dass du das Fleisch von dem Gitter hast? Dann können wir ja auch theoretisch, dann brauchen wir ja gar keinen Rahmen. Dann können wir auch einfach nur das Gitter komplett wegschneiden. Ja, du kannst das auch hier dran festmachen. Genau. Geht weil das auch. Ist ja, weißt du, das wird da ja schon mit ein paar Schrauben sitzen. Ja. So eine Kleberregel, das habe ich gelernt auf der Rennstrecke. Aber sonst so, von der Belüftung her, ist schon gut Fläche, ne? Ja. Das. Also wenn da 200 mitfährt, drückt das schon ganz gut durch, glaube ich. Ja, das komprimiert sich ja, ne? Ja, Platz zum Ladeluftkühler ist auch genug. So, jetzt musst du hier mal reinfilmen, von da. Da sehen wir nämlich den. Also passen tut es theoretisch perfekt. Jetzt ist die Frage, wie weit wir das Spielchen treiben wollen. Mhm. Weil für unseren Schlauch wäre es natürlich besser. Weißt du, der sitzt ja dann genau so hier. Weißt du, wenn wir eher da so an den Trichter reingehen. Mhm. Also Winkel nach unten. Weißt du, also übertrieben gesagt, müsste das ein Trichter werden, der nicht so zusammengeht, sondern die untere Kante ist gerade und der Trichter wird komplett nach unten gezogen. Das wäre, glaube ich, Maß der Dinge. Also klar, wir kriegen auch den Schlauch ohne Probleme da so drauf, aber der ist dann halt so, ne? Mhm. Das heißt, da ist nochmal mehr Saft drauf. Ist das alles? Ja, deswegen sagt er ja. Hast du so viel Nachlauf in der Bude? Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt gerade nicht vermessen und so, ne? Ja, schon ordentlich Nachlauf. Ja, ja. Das ist, doch, wir müssen schon hier so durch. Weißt du? Ja. So, also so wird das schon am Ende perfekt sitzen. Ja. Okay, das heißt, idealerweise wäre, wenn der Trichter genau da rauskommt. Ich würde sagen, wir machen hierfür einfach noch ein paar verschiedene Adapterstücke, um damit zu spielen. Ist das einfacher? Also ist es jetzt einfacher, dass wir den von dort aus quasi einen Adapter auf runter gehen? Ja. Ist einfacher, als jetzt direkt unten im Trichter anzusetzen? Ja. Okay. Es sieht doch optisch besser aus. Also wenn wir jetzt den Trichter ummodellieren quasi so, dass das direkt, dann sieht es von vorne total komisch aus. Ja, man würde dann halt von vorne nicht auf wie in so ein tief gezogenes Loch gucken, sondern es wäre halt unten gerade und von oben geht es runter so. Lieber ein Adapter. Oder von hier aus direkt, ne? Also das so lassen und dann hier das Stück verlängern und einfach runter. Genau, und auf jeden Fall auch ein bisschen näher kippen, ne? Ja. Dass wir dann am Ende so hier sitzen. Ja. Die Frage ist halt, ob der Schlauch das nicht auch ohne Probleme kann, weißt du? Ja, der ist schon echt steif, ne? Also da gibt es auf jeden Fall, es gibt doch diese, die fast durchsichtig sind. Guck mal, das ist gerade Jammern auf extrem hohem Niveau, was wir hier machen. Weil Maxi, wenn du da mal so reinfilmst, theoretisch geht's ja so. Ja. Weißt du? Jeder andere wäre da schon. Das ist immer so das Problem, man kommt vom Zehntel ins Hundertstel, dann scannt man, ist mal im Tausendstel. Dann fräst man. Und dann hat, wenn man da noch die Möglichkeiten hat, das wieder runter zu kippen, ne? Ja. So, praktisch, weißt du, genau hier eine Schelle dran. Und fertig halt, ne? Ja. Sitzt eigentlich, wenn ich so drauf gucke, 1A.
hier eine Schelle, den da so rüber. Kommt hier noch geschlossener Unterboden hin? Ja. Okay. Pass auf, wir können das Ganze ja mal montieren zum Abschluss. Kannst du den mal so halten? Ja, warte, ich halte den mal von hier. Ich gucke mal, wie lang der Schlauch ungefähr sein müsste. Ja, eng in der Bude hier. Und sonst so? Ja, läuft, ne? Hält sich gut da oben? Ja, ja. Fertig. Reicht das für 6 Minuten Ortage? Das reicht, ja. Auf jeden Fall. So, also von der Höhe her sind wir so... Auf jeden Fall... Sieht witzig aus. Ich persönlich hätte gedacht, der Schlauch muss viel, viel größer so, ne? Aber das langt allemal. Weil, weißt du, diesen Bogen, den er jetzt gerade macht, ja, wirst du sehen, den brauchen wir gleich beim Kippen. Ja. Warte, solange du da so schön gerade hältst, nutze ich die Sekunde und mach mal kurz ein Foto. So, und jetzt drauf achten, was passiert, wenn ich nämlich... Boah! Oh, warte, meine Hand! Warte, so, ja. Dreh. Na. So weit, das wäre Maximum. Also, die Variante, den Schlauch hier so zu fixieren, ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Weil jetzt gerade ist er ja fast sogar zu lang, ne? Wir könnten ja sogar ein bisschen kürzen. Kürzen könnten wir ja, aber du federst ja noch ein. So, aber ich glaube einfach, damit das Ganze am Ende überhaupt flexibel genug ist, braucht man diese bisschen Luft in allen Richtungen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, geil. Gefällt mir. Das heißt, eigentlich abschließend können wir doch sagen, zu viele Gedanken machen, einfach genauso lassen. Ja. Nein, ich finde auch, also ich muss auch sagen, dass es wird am Ende Rennsport alles ein bisschen schubbern, schleifen, vielleicht kommt der Reifen mal gegen, wie auch immer, ne? Es ist halt einfach so, im Zweifelsfall wird so ein Ding auch einfach mal kaputt brechen, weil dann doch zu viel Hebel drauf ist, ne? Nee, kaputt brechen wird das nicht. Also wenn wir das aus Peak machen, auf keinen Fall. Aber was ich mir jetzt halt gerade überlege, diesen, ich sag jetzt mal, Höhen- und Winkelversatz, den wir haben, der ist aber eigentlich immer gut, um ein bisschen Spiel in das Ganze reinzubringen. Ja. Wenn wir es auf einem geraden Weg einfach nur gerade verbinden, weißt du, kippt sich das weg und der Schlauch ist zu kurz halt, ne? Ja. Das heißt, ich glaube auch, hab da toll gemacht. Gefällt mir. Nein, ohne Witz, es ist so viel Lob an einem Tag. Ist eine Lösung, die halt wirklich einfach, die wird halt einfach funktionieren und was bringen, ne? Ja. Keine Frage. Ja, absolut. Gerade Grand Prix-Strecke, da wirst du es so der brauchen. Ja. Komm, wir lassen, guck noch einmal von vorne drauf zum Abschluss. So, jetzt kommt ja auch auf den Bremsbelag an, ne? Also wenn du einen richtig krassen Rennbremsbelag hast, brauchst du einfach brutale Temperatur. Das kann sein, dass du es komplett schließen musst und du gar keine Luftführung brauchst. Das wäre dann aber der Punkt. Das wäre der Punkt, wo das zum Schrauben geil ist. Wäre der Punkt, wo so eine Kappe hier vorne geil wäre. Ja, entweder eine Kappe oder halt das weißt du, das, was ich vorschraube, kann man ja genauso einfach geschlossen machen, dass ich es geschlossen vorschraube. Genau. So, ne? Das würde gehen, ja. Mhm. Ah, sieht schon nach. Sieht schon aggressiv aus so. Wenn es offen ist, noch besser. Meinst du echt? Ja, dann. Ja. Ja, klar, dann ist das natürlich, das ist ja so ein Loch da, Alter. Dann kommt die Stoßstange nochmal ganz anders zur Geltung, ne? Ich habe nur so ein bisschen Bauchschmerzen damit hier links und rechts. Weil hier bleibt ja Gitter und links, ja, aber mal gucken. Ich find's geil. Da bleibt Gitter? Wieso, da ist doch der Ölkühler da. Ja, aber da ist trotzdem so ein, wie da, ein Gitter vor. Aber da willst du keine Trichter hinmachen? Ja. Wir müssen auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen, so ungefähr. Wie viel Trichter wollen wir noch drücken in unserem Leben? Nein, ich find's mega. Gefällt mir wirklich. Ist auf jeden Fall eine hochwertige Lösung. Ja. Also sieht schön original aus. Das ist hier 695 Biposto am Werk. Ist auch eintragungsfrei. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir machen jetzt hier noch intern weiter mit, das können wir ganz kurz einmal an. Warte mal, ich muss ja einmal rüberlaufen. Wir zeigen euch mal kurz, auf was ihr euch freuen dürft. Ihr erinnert euch, wir wollten dieses Display in dieses Auto reinmachen. Mittlerweile, glaube ich, dritte, vierte, fünfte Variante von dem Ganzen. Ja.
Aber ich glaube, wir kommen, der kriegt das da so hinten durch. Wir kommen den ganzen schon gut näher, ne? So, mittlerweile kommt das Display von hinten hinter. So, weil das ist wirklich so knirscheng mit dem Ganzen, dass das wirklich gerade so hintergeht. Aber es geht. So, und eine Sache sage ich euch, das ist noch kein Vergleich dazu, wie es am Ende aussieht, wenn das Display an ist. Ja. Weil wenn das erstmal an ist, dann haben wir hier noch ein bisschen was, deswegen gehen wir jetzt noch nicht weiter drauf ein, noch ein bisschen was Besonderes mit vor. Da werden wir eine kleine Reise zusammen machen. Mhm. Aber guck mal, rausgehen tut es immer so einfach, ne? Ja, es fällt schneller. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Mal ein bisschen was anderes, aber ich denke auch informativ. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.